So, das ist eigentlich im Grunde genommen eine Blache, Blachenstoff, was ich hier zum Grillabdecken verwende, in einer entsprechenden Zuschnittdarreichung. Und diese schwarzen Schlieren, die sich da über quasi ein Jahr jetzt da rein migrierend in den Stoff als Flecken äußern, kann man eigentlich ohne Mittel so nicht mehr entfernen. Also auch nicht mit einem Darmstrahler oder Hochdrucksprühgerät nicht. Deswegen habe ich das jetzt mit Clean All 35 eingesprüht und man sieht jetzt auch schon, dass sich Schmutz schon alleine an Wechselwirkung gehend mit dem Mittel anfängt zu lösen. So, jetzt lasse ich das ein bisschen einwirken und dann tue ich das abspülen. Ich habe jetzt das mit Saubermann, behandelt, weil da noch irgendwie Reste da sind von den Flecken. Also da kann ich jetzt mit mechanischer Bewegung die Wechselwirkung mit dem Mittel beschleunigen. Und wie man sieht, lösen sich die Flecken auf, die Schlierenflecken. Ja. Das hat man auch bei Booten übrigens. Und das sieht dann sehr schön unschön aus bei Bojen, bei Booten, bei Luftmatratzen. Überall da, wo Sonne eben diesen Schmutz hier einbrennt, das migriert regelrecht rein und mit normalen Mitteln kann man dem nicht beikommen. Aber wie gesagt, hier entweder mit Clean Oil oder mit Saubermann löst sich das ganz schön auf. Da muss man erst, also für Marine ist das wirklich top und für Lachen LKW, generell für die LKW-Reinigung, oder? Ist das natürlich top. So. So. Tipptopp. Ziemlich gut gelungen, obwohl das ja eine sehr helle Variante ist, einer Blache, ist es sehr, sehr gut geworden. Von der Reinigung ist okay.